Kollegen und auch der Reihe Europa-Dialog, Dialog d'Europe. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen, auch im Namen von Herrn Lutz Bachmann, dem Leiter des Forschungskollegs und der mit mir auch diese Reihe veranstaltet, Dialog d'Europe. Wir haben die große Freude, heute Abend Ulrike Gero gewinnen zu können. Sie wissen, sie ist sehr gefragt, man sieht sie oft auf verschiedene Medien, man hört sie, man liest sie. Das war also für uns ein großes Glück. Vielen Dank, Ulrike, dass du die Zeit gefunden hast. Und umso glücklicher sind wir, als sie zum zweiten Mal in der Reihe Dialog d'Europe reden darf. Ich darf Sie sehr kurz vorstellen natürlich. Nach einem Studium der Politikwissenschaft in Münster hat sie promoviert zu schon einem europäischen Thema. Damals hieß die Arbeit Europäische Programmatik der französischen Sozialisten. Sie hat parallel eine wissenschaftliche Karriere und eine politische Karriere gemacht. Parlamentarische Assistentin war sie im Bundestag 1992 bis 1995. War sie auch 96 bis 98 Chargé de Mission bei Jacques Delors. Dann bekam sie eine Juniorprofessur an der Johns Hopkins University in Washington. Sie war auch in Singapur, so eine Weltbürgerin, nicht nur eine Europäerin, darf man sagen. 2014 war sie tätig am Wissenschaftszentrum Berlin. Auch unterrichtet und geforscht hat sie an der Viadrina-Europa-Universität in Frankfurt-Oder. Und seit 2016 ist sie Professorin an der Universität Krems an der Donau in Österreich und leitet dort das Departement für Europapolitik und Demokratieforschung. Wir konnten sie auch oft sehen in Frankfurt, da sie an der Goethe-Universität 2017, 2018 die Alfred-Grosser-Professur hier inne hatte. Ich darf ein paar Bücher nennen, die sie neulich veröffentlicht hat. 2016, warum Europa eine Republik werden muss. Sie wissen, sie ist eine große Verfechterin der Europäischen Republik. Dazu wird sie bestimmt noch Position nehmen heute Abend. Untertitel des Buches eine politische Utopie. Aber wie Sie wissen, in der Politik brauchen wir Utopie, sonst sterben wir einfach. 2017 der neue Bürgerkrieg, das offene Europa und seine Feinde. Und letztes Jahr 2019 publiziert sie zwei Bücher, Wie hältst du es mit Europa und was ist die Nation? Wie Sie wissen, in ihrer Programmatik, in ihrem Aufruf, im Besonderen in diesem Manifest zur Gründung einer Europäischen Republik mit Robert Menasse, hat sie auch richtig institutionell was vorgeschlagen im Sinne einer Europäischen Republik, also eines nachnationalen Europas, im Sinne im Besonderen eine Europa der Region mit 50 bis 60 Regionen. Also das heißt eine Reorientierung, Restrukturierung unserer europäischen Institution, damit wir Identität, Region und auch diese Meta-Überebene der Europäischen Union kombinieren und artikulieren können. Es wird alles noch diskutiert darüber heute Abend, aber unter einem besonderen und einer besonderen Perspektive die Europäische Zukunftskonferenz 2020. Beschäftigungstherapie oder europäischer Gestaltungswille. Wir sind sehr gespannt, Ulrike Gero, auf diesen Vortrag und ich übergebe natürlich das Wort und wir freuen uns nochmal sehr. Vielen Dank nochmal. Schönen Abend. Ja, ich, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich auch, hier zu sein, im erweiterten Frankfurt sozusagen.
eine wichtige Stadt für den Europa-Dialog und ich freue mich auch, zu diesem Thema zu sprechen. Ich habe mir eigentlich große Mühe gegeben, eine PowerPoint vorzubereiten, in der der Begriff der Europäischen Republik mal nicht vorkommt, ja, dass ich mich mal neutralisiere in dieser Hinsicht. Deswegen soll es heute gehen um die Europäische Zukunftskonferenz, von der Sie vielleicht wissen, dass Frau von der Leyen sie einrufen wird am 9. Mai 2020. Als kleinen sozusagen Fun-Faktor habe ich mir die Mühe gemacht, alle Dokumente, die seit Dezember mit Blick auf diese Zukunftskonferenz erschienen sind, vom Europäischen Rat und vom Europäischen Parlament, in diesen Aktenordner mal mitzubringen. Und ich stelle den jetzt mal einfach hier hin und dann schauen wir mal, was mit diesem Aktenordner passiert. Vielleicht möchte da ja jemand mal reingucken. Denn wir wollen ja diskutieren, was die Europäische Union davor hat. Ich mache eine kleine Vorbemerkung. Ich wurde sehr nett eingeführt als jemand, der aktivistisch unterwegs ist, aber eben auch wissenschaftlich. Von Erich Kästner stammt ja der Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, also denken reicht einfach nicht. Und ich stehe natürlich hier als jemand, der... Ist hier weiter? Das ist das eingeschaltete. Das ist das Richtige. Und jetzt müsste es gehen. Genau. Und dann dahin. Genau. So, und bevor ich jetzt sozusagen über die Zukunftskonferenz rede, fange ich mal mit wirklich einem biografischen Element an, weil ich war 27 Jahre am 1. April 1992 und kam damals in das Büro des damaligen außenpolitischen Sprechers Karl Lamers und bekam um 9 Uhr morgens, man weiß ja nie, was man mit einer neuen Mitarbeiterin so tun soll. Es ist mal aufwendig, Mitarbeiter einzuarbeiten und an dem Tag war groß was los. Man hatte gerade NVA-Waffen in der Türkei gefunden und es war alles viel zu kompliziert, mir irgendwie zu sagen, was ich zu tun hätte. Und um mich so ein bisschen loszuwerden, sagt Herr Lamers damals zu mir, Frau Giro, schön, dass Sie da sind und bei uns anfangen im Büro, außenpolitischer Sprecher. Wir haben gerade den Vertrag von Maastricht unterschrieben. Die CDU-Fraktion wird sich demnächst mit Europa intensiver befassen müssen. Fangen Sie mal an, was zu Europa aufzuschreiben. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass ich seit diesem April 1992 nie aufgehört habe, irgendwas zu Europa aufzuschreiben. Und wenn man das jetzt also fast 30 Jahre macht, weiß man auch tatsächlich nicht mehr, auf welchem Level von Zynismus man eigentlich operiert. Ja? Weil dieses Gefühl, dass wir mit den ewig gleichen Fragen die ewig gleichen Schlaufen schlagen und dass ich alles schon mal gehört habe, alles, ja, ob jetzt der politische Wille fehlt oder die Bürger befragt werden oder eine Verfassung brauchen, also es ist alles schon mal da gewesen, es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne und das Einzige, was sich ändert, ist, dass immer neue Generationen nachwachsen, die es noch nicht gehört haben, ja. Und insofern freue ich mich, dass wir wenigstens zwei Leute unter 30 hier im Raum haben. Für die ist das jetzt vielleicht interessant. Ich sage das deswegen, weil ich gerade nicht zynisch sein möchte, aber weil es tatsächlich zunehmend schwierig wird, überhaupt noch objektiv, also wissenschaftlich auch betrachten zu wollen, was machen wir denn jetzt auf diesem Kontinent? Ist das jetzt wirklich, und deswegen habe ich ja meinen Vortrag so genannt, ist das jetzt eine weitere Beschäftigungstherapie, wo die Bürger eingeladen werden, sich zur Zukunft Europas zu äußern? Ich muss das gerade nochmal ausziehen, es ist doch wärmer hier, als ich dachte. Darf ich das mal überhalten? Oder meinen wir es diesmal ernst? Ja, also ich meine, 1994 habe ich schon mitgeschrieben an dem Schwabe-Lamers-Papier, danach gab es den Laken-Prozess, danach gab es die Verfassung, dann gab es den European Citizen-Prozess 2006, jetzt haben wir 2020, weitere 14 Jahre später sind wir also wieder bei der Zukunft Europas und ich stehe hier als jemand, der jetzt 55 ist und der sich sagt, die Zukunft Europas hätte längst stattfinden sollen und sie ist vielleicht schon verspielt. Weil wenn man sich so diese ganzen Zeitthemen anguckt, USA, China, 5G-Netze, sind wir noch wer, haben wir noch was, haben wir noch Überlebens, sozusagen Industrien, dann kann man sich ja schon so seine Gedanken machen. Aber wir haben jetzt Frau von der Leyen und eine deutsche Kommissarin, was übrigens, wenn ich mir die Fußnote auch noch erlauben darf, einerseits ein Geschenk und andererseits eine Verantwortung ist. Ja? Also die wenigsten in diesem Lande, ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, aber ich habe in diesem Aufsatz, wie hältst du es mit Europa, einiges dazu geschrieben, aber die wenigsten Bürgerinnen dieses Landes haben verstanden, wie sehr die Deutschen den anderen Europäern in der letzten Dekade auf den Keks gegangen sind, um es sehr höflich zu sagen. Ja? Und dass jetzt überhaupt eine deutsche Präsidentin an der Spitze der Kommission ist,
mit einem Deutschland, das seit gefühlt 10 Jahren so ungefähr alles blockiert, was Europa vorangebracht hätte. Die europäische Arbeitslosenversicherung, genauso wie die Finanztransaktionssteuer, wie bis jetzt gestern der deutsche Analyse der CO2-Emissionen, die nicht rechtzeitig fristgerecht bei der Kommission eingegangen ist, weswegen jetzt die EU ihren Papier nicht machen kann und deswegen der Glasgow-Gipfel wahrscheinlich scheitern wird und die Chinesen sich freuen, weil die EU wieder keine Position zusammenbekommt. Das sind diese ganzen kleinen Sachen, wo es in letzter Konsequenz immer nur an Deutschland gelegen hat in den letzten Jahren, wenn nichts passiert ist in Europa. Und jetzt haben wir Frau von der Leyen an der Spitze. Und wir haben die deutsche Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte. Und ich glaube, es ist eine große Verantwortung, weil wir es bei vielen in Europa schon ziemlich verspielt haben. Und das ist in diesem Land noch nicht angekommen. Aber wenn Sie finnische, portugiesische, griechische, französische Freunde haben, dann haben Sie vielleicht eine Chance, wenn Sie mit denen sprechen, in der Spiegelung ein bisschen mitzubekommen, was bei denen in den letzten 10 Jahren passiert ist. Da ist nämlich nicht Exportwunder passiert und Abwrackprämie und diese ganzen Geschichten, sondern eben was anderes. Und das zusammenzubekommen, kongruent zu bekommen, also Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung in diesem Prozess der Zukunftskonferenz noch kongruent zu bekommen mit einer deutschen Kommissionspräsidentin, wird eine Herausforderung als solches sein. Das hat Frau von der Leyen in ihrer Antrittsrede, Sie wissen ja auch, dass sie eben nicht Spitzenkandidatin war und deswegen natürlich, ich sag mal, ein Problem auch der Legitimität hatte und immer noch hat. Übrigens, wenn ich diese kleine Anekdote sagen soll, sogar bei meiner Tante, 84 Jahre in Düsseldorf, die von Europa wirklich keine Ahnung hat, aber selbst die sagte mir über Weihnachten, Ulrike, warum ist denn jetzt diese von der Leyen Kommissionspräsidentin, die habe ich doch gar nicht gewählt. Also das fand ich dann wiederum interessant, dass sogar meine Tante so einen Impuls hatte von wegen, ich bin doch da extra zur Wahl gegangen, ich habe doch da irgendwen gewählt und ich habe das jetzt nicht verstanden, spricht dafür, dass wenn das, was da 2019 hoffentlich zum letzten Mal passiert ist, nämlich dass der Europäische Rat ein Statement der Bürger overrided hat, dass das eben 2024 nicht mehr passiert. Und weil Frau von der Leyen klug genug ist, das zu wissen, hat sie offensichtlich das gesagt, nämlich dass wir jetzt aus der Zivilgesellschaft heraus und so weiter den Bürgern eine starke Stimme geben. Es muss eine Konferenz werden mit einem klar abgesteckten Rahmen, eindeutigen Zielen vom Parlament und so weiter. Ich bin bereit, lesen Sie den letzten Satz, das Vereinbarte weiter zu verfolgen, einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen, sofern diese erforderlich sind. Auch für Vertragsänderungen bin ich offen. Frau von der Leyen am 16. Juli. Vieles von dem, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist, oder deswegen habe ich diesen kleinen Aktenordner hier stehen, für die, die es interessiert, aber wenn Sie sich ein paar von den Dokumenten angucken, ganz Brüssel brummt gerade wie so eine große Hummel und jeder hat gerade irgendein Papier zur Zukunftskonferenz, dann sind zumindest die Papiere des Europäischen Rates völlig eindeutig. Vertragsänderungen sind nicht gewünscht. Was auch immer die Bürger jetzt vielleicht von der Zukunft Europas denken wollten, der Rat hat schon entschieden, dass Vertragsänderungen auf keinen Fall gewünscht sind. Wenn Sie sich die Schlussfolgerung des Europäischen Rates vom letzten Dezember angucken, steht die Zukunftskonferenz unter Sonstiges auf dem letzten Punkt der Tagesordnung. Steht ein netter Satz, dass der Europäische Rat es begrüßt, dass die Bürger jetzt auch mal über Europa nachdenken. Und sonst viel steht eigentlich auf der Ratsseite nicht viel dazu drin. Das zeigt Ihnen, dass wir schon von Juli auf Dezember mit Blick auf die Ambitionen oder auch mit Blick auf die Einhegung, was da passieren darf bei dieser Zukunftskonferenz, im Grunde das Territorium schon viel enger gesteckt haben, als Frau von der Leyen, wenn sie es denn ernst gemeint hat, es im Juli vielleicht meinte. Das hatte ich Ihnen mitgebracht und da weiß ich tatsächlich nicht, ob ich Sie amüsieren möchte oder wie auch immer. Jedenfalls, das ist der offizielle Blueprint, der Entwurf, wie diese Zukunftskonferenz aussehen soll. Und wenn einer der Vorwürfe gegenüber Europa immer war, dass das ein Elitenprojekt ist, dann hat man hier wieder ein kleines Verständnisproblem, weil selbst ich schaue auf dieses Schaubild und denke, okay, wer will da jetzt eigentlich was machen? Ja, das ist das offizielle Schaubild, übrigens aus dem Parlament heraus, was jetzt als Template, wie diese Konferenz ablaufen soll, entschieden wurde. Ich walke Sie mal kurz durch. Es gibt 4 Spannungsfelder mit Blick auf die Zukunftskonferenz. Sie müssen das nicht abfotografieren, die PowerPoint, die können Sie zirkulieren lassen. Also das, wer auch immer das hier organisiert hat, die PowerPoint ist
hier in diesen Wänden und die können Sie alle haben. Jedenfalls, der Diskurs hat sich schon jetzt verschoben entlang von Spannungsfeldern, die sehr grob umrissen folgendes sind: Wird diese Konferenz sich überhaupt institutionellen Fragen annehmen? Und mit institutionellen Fragen sind jetzt mal gemeint transnationale Listen, Spitzenkandidaten, die Fragen, die eben diskutiert wurden. Oder wird die Zukunftskonferenz sich den Politikfeldern annehmen, also Globalisierung, Klima, Green New Deal, Digitalisierung und soziales Europa? Da gibt es unterschiedliche Interessen. Der Rat möchte auf keinen Fall institutionelle Fragen, also diese Transnationalisten und so weiter. Die Kommission hat auch ein Interesse, dass sich diese Zukunftskonferenz, in der ja eigentlich die Absicht war, dass die Bürger frei über Europa nachdenken können, sich trotzdem bewegt im Rahmen der strategischen Zielsetzungen der Europäischen Kommission. Das sind jetzt eben Green New Deal, Digitalisierung, soziales Europa. Das heißt, schon mit dem Blick auf entweder institutionell oder Themenfelder und wenn ja, was wird priorisiert, ist es nicht klar. Zweitens ist nicht klar oder nicht mehr klar, ob überhaupt die Absicht dieser Zukunftskonferenz es sein kann, Klammer auf, oder sein darf, dass am Ende das Plädoyer für eine Vertragsänderung steht. Und das macht Spannungsfelder auf, die tatsächlich wichtig sind. Warum? Weil stellen Sie sich eine Sekunde vor, es werden mehrere Tausende von Bürgern befragt. Und stellen wir uns nochmal vor, das würde gut moderiert, was als solches schon eine Herausforderung ist, das sozialwissenschaftlich kompetent zu moderieren, diese Bürgerbefragung über die verschiedenen Schlaufen. Sie sehen, ne, thematische Konferenz 1, 2, 3, 4, wo es dann nach diesen Themenfeldern gehen kann. Sie sehen hier, dass zum Beispiel auch strittig ist, wie werden die Bürger ausgewählt? Also werden die ausgewählt über Telefon-Samples? Gibt es eine Lotterie? Können Sie sich bewerben? Wenn Sie sich bewerben, haben Sie ein Recht drauf, weil es steht ja in den Dokumenten, dass prinzipiell jede Bürgerin Europas das Recht haben soll, sich zu äußern. Wie soll das eingelöst werden? Was, wenn Sie das Los nicht ziehen, sich aber bei der Lotterie bewerben? Das heißt, es gibt methodisch eine 500.000 offene Fragen, wie wir das machen wollen. Es gibt bisher das Commitment, dass man ungefähr 6 bis 7 Agoras haben möchte, in der jeweils 200 bis 300 Leute teilnehmen über den gesamten Zeitraum von 2 Jahren. Es wird eine abenteuerliche Herausforderung sein, das zu organisieren. Ein weiteres Problem ist, dass diese Konsultationen, wenn sie denn stattfinden, wieder in nationalen, national consultations gesteckt sind. Das soll heißen, im Zweifelsfall sitzen dann 200 Deutsche unter sich und diskutieren über die Zukunft Europas, aber eben nicht 200 Europäer, also Finnen mit Griechen, mit Iren, mit Portugiesen und diskutieren. Und es ist ja ein Unterschied, ja? Also wenn Sie 200 Deutsche zusammensetzen und lassen die über eine europäische Arbeitslosenversicherung diskutieren, kriegen Sie sicherlich ein anderes Ergebnis bei der Diskussion, als wenn Sie in Griechen, in Italiener, in Deutschen und in Iren an den Tisch setzen und lassen die über die Notwendigkeit einer europäischen Arbeitslosenversicherung diskutieren, ja? Das heißt, ich will das jetzt gar nicht weiter interpretieren. Es geht zentral darum, ob die methodischen Fragen, die mit dieser Konferenz verbunden sind und die noch nicht abschließend geklärt sind, ob die gelöst werden können, ob die einvernehmlich gelöst werden können und zufriedenstellend gelöst werden können. Es ist auch noch nicht, also Guy Verhofstadt, den Sie vielleicht kennen, hat jetzt sozusagen die Schirmherrschaft über diese Konferenz übernommen. Das wiederum wird schon jetzt interpretiert als im Grunde ein politischer Bias. Warum? Weil Guy Verhofstadt bekannt ist als europäischer Föderalist. Damit wird im Grunde schon jetzt insinuiert, dass diese Konferenz natürlich einen proeuropäischen Spin hat, während aber eigentlich das Ziel ja ist, dass man auch die sogenannten Populisten und die eher europafeindlichen Bürger mal einfangen möchte in ihren Meinungen zu Europa. Das alles als Aufriss, um Ihnen zu sagen, dass weder methodisch noch von der Zielsetzung her, noch von der Absteckung institutionell oder Policyfelder diese Konferenz irgendwie im Moment eingehegt ist. Und insofern kann man wohl erwarten, dass das ein, sagen wir mal, sportliches Unterfangen wird und man wird das beobachten müssen. Und wer ist überhaupt Zivilgesellschaft? Ja, also die Kommission hat jetzt in ihrem Vorschlag gesagt, Zivilgesellschaft ist natürlich institutionalisierte Zivilgesellschaft, also zum Beispiel die europäischen Gewerkschaften oder der Europäische Gewerkschaftsbund und der Europäische Business Circle. Aber ich kann sagen, mein European Democracy Lab, was ich da in Berlin habe mit meinen 7 kleinen Leuten, die die Europäische Republik bauen, wir sind auch Zivilgesellschaft, ja. Und solange Sie hier nicht eine Schusswaffe in der Tasche haben, sind Sie auch Zivilgesellschaft. Also wer ist Zivilgesellschaft, ist ja auch eine spannende Frage.
Das ist der zweite Chart, der im Moment so im Internet zirkuliert, der das alles nicht einfacher macht. Ich will Ihnen damit eigentlich nur nochmal deutlich machen, dass eben hier oben steht ja Three Models, ja, also die Wissenschaftler, die sich gerade damit beschäftigen, was denn jetzt wie ablaufen soll, machen also im Moment solche Schaubilder. Insofern zirkulieren gerade sehr viele von diesen Schaubildern im Internet und Sie sehen, dass es eben verschiedene offene Fragen gibt, ja, ob es randomly selected citizens sind, ob es citizens assemblies gibt, die irgendwie top-down eingesetzt werden, dann gibt es immer Pro- und Kontra-Argumente. Es ist übrigens auch noch nicht abschließend geklärt, ob denn überhaupt diese Citizens Consultation verstanden werden soll, als im Grunde so eine basisdemokratische Übung, wo das, was die Citizens am Ende sagen, auch umgesetzt wird, wobei noch die Frage zu klären werde, wie wird es denn umgesetzt und kann es überhaupt implementiert werden, oder ob es eben nur Consultation ist. Ja? Und ich werde darauf zurückkommen, die allerspannendste Frage, die ich vorgebracht habe, ich hatte die Ehre oder wie auch immer, vielleicht eher das, die Tragik, dass ich am 4. Dezember in der Auftaktkonferenz im Europäischen Parlament beim AFCO in der Anhörung war und mein Vortrag steht auch im Internet, aber ich habe eben thematisiert, dass wenn jetzt immer von European Citizens die Rede ist, dann ist ja schon mal die erste Wahrheit, dass es European Citizens in dieser Form nicht gibt, ja? Sondern in letzter Konsequenz sind Sie, die Sie hier sitzen, wahrscheinlich bundesrepublikanische Bürger. Dann gibt es noch französische Bürger, slowakische, irische oder griechische, aber European Citizens, die eine Staatsangehörigkeit oder ein Citizenship aus sich selbst heraus generieren, gibt es ja nicht. Das heißt, wir werden im Moment in der Ansprache von der EU als europäische Citizens gehandelt praktisch, aber die europäische Staatsbürgerschaft oder dieses European Citizenship ist at best etwas Hybrides, was uns zwar erlaubt, dass wenn Sie zufällig, sagen wir mal, im Kongo stehen und das deutsche Konsulat gerade geschlossen ist, dann können Sie ins französische Konsulat gehen und das ist schön genug, ja. Aber natürlich ist dieses EU-Citizenship garantiert keine Bürgerrechte im klassischen Sinn und das ist das große Problem der Briten jetzt, wo die Frage ja offen ist, ob die britischen Bürger ihre European-Citizen-Rechte behalten, obwohl das Land Großbritannien aus der EU austritt. Da gibt es jetzt ein anhängiges Verfahren beim EuGH. Dieses Verfahren wird hochspannend, aber trotzdem nochmal zurück auf diese Konferenz, wo die European Citizens jetzt befragt werden sollen, ist die erste Frage schon mal, wer sind überhaupt die europäischen Bürger? Gibt es die eigentlich? Und an dieser Frage kann man dann eben alle möglichen methodischen Geschichten klar machen. Wie viele Formate, wie viele Personen, was ist überhaupt handelbar? Andere Fragen, ja, wenn wir so zum Beispiel auch diese, was die EU jetzt verspricht, dass wir also Gender, soziale Herkunft und so weiter vernünftig mischen, dann ist ja die Frage, zahlen wir irgendwelchen Bürgern Flüge, damit die nach Brüssel kommen, müssen die Bürger diese Kosten selber tragen, wird übersetzt oder nehmen wir nur Leute, die Englisch sprechen können und so weiter und so weiter. Ich glaube, Sie haben jetzt verstanden, dass wir eine große kollektive Übung in Europa in den nächsten 2 Jahren veranstalten. Und hier ist noch ein weiteres Schaubild. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, jeder ist immer gerade bemüht. Ich finde das wirklich ziemlich faszinierend, dass jeder gerade bemüht ist, diese Zukunftskonferenz irgendwie in Schaubilder fassen zu wollen. Ja, das ist ja schon als solches eine interessante Exercise, dass wir jetzt alle bemüht sind zu visualisieren, was jetzt in Europa stattfinden soll. Ich würde gerne dabei bleiben, dass was immer in Europa stattfindet, solange es kein Commitment gibt und schon gar kein Commitment vom Rat, dass das, was da passiert auf dieser Zukunftskonferenz in irgendeiner Form am Ende legally binding ist und natürlich implementiert werden muss, dass diese Zukunftskonferenz einen unglaublichen Sprengstoff birgt, eine Erwartungshaltung zu schaffen, die am Ende nicht eingelöst wird und die auf gut Deutsch nach hinten losgehen kann. Ja, es gibt sehr viele Leute, die von Europa oder der EU, sagen wir mal, sehr enttäuscht sind. Das ist ja meine Rede mit der Europäischen Republik. Also alle Daten sagen, dass die meisten Bürger in Deutschland, in anderen Ländern Europa wollen. Ein soziales, demokratisches, friedliches, grünes Europa. Ja. Aber sehr viele wollen dieses Europa und sind gleichzeitig mit der EU unzufrieden. Und wenn jetzt weitere Erwartungen geschaffen werden, dass wir die Bürger konsultieren, dann kommt nochmal heraus, wir wollen doch alle ein tolles Europa und am Ende kriegen wir dieses tolle Europa trotzdem nicht, weil im Europäischen Rat wieder irgendwer was blockiert, dann ist natürlich nach so einer Exercise das Potenzial, das einfach Enttäuschung generiert wird, sehr hoch.
Die Zukunftskonferenz soll im Mai 2022 enden. Das ist dann kurz 2 Jahre vor den nächsten Europawahlen 2024. Und da wird man das Resultat dann ablesen können. Das ist jetzt der letzte Chart, mehr habe ich nicht, aber Sie sehen die Vorbereitungen, die laufen. Ja. Es gibt natürlich einen Riesenstreit auch jetzt unter den Institutionen, also der Kommission, dem Rat und dem Parlament, wer das jetzt verantwortet. Eigentlich ist das Parlament die treibende Kraft dahinter. Die Kommission sieht das irgendwie halb wohlwollend, will aber eine moderierende Funktion und sich selber dazu im Grunde nicht positionieren. Und der Rat ist dagegen. Das ist jetzt mal sehr unterkomplex, die Verhandlungsbasis der drei Brüsseler Institutionen. Auch ist noch nicht ausgemacht, ob zum Beispiel nationale Parlamente als Bodies, als Körperschaften, eine Rolle in diesem Prozess spielen, wie überhaupt nicht ausgemacht ist, ob bestehende Agoren, ja, also irgendwelche, keine Ahnung, Stadträte, die es ja gibt, ob die auch befragt werden sollen. Also ob man sozusagen in bestehende Agora hineingreift, um die abzufragen, oder ob man Parallelstrukturen schafft, um diese Zukunftskonferenz zu moderieren. Ich gehöre zu diesen More Than 100 Academics, die vor kurzem einen Brief geschrieben haben an Frau von der Leyen, um zu sagen, dass das ein bisschen abenteuerlich ist, was sie sich da vornimmt. Wir haben es etwas netter geschrieben, aber wir haben verschiedene sozialwissenschaftliche Bedenken angemeldet mit Blick auf die Moderation, mit Blick auf die Findings, die da kommen können, und haben unsere eben genau die Sorge geäußert, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, dass es wahrscheinlich schwer zu moderieren wird, dass im Grunde die Erwartungshaltung besteht, man könnte bottom-up hier einen Prozess starten, der am Ende aber ziemlich top-down geregelt ist, weil in dem Moment, wo die Bürger noch nicht mal die Themensetzung frei wählen können, sondern jetzt schon gesagt bekommen, dass man das immer im Rahmen der strategischen Ziele der EU verhandeln muss, im Grunde der Bottom-up-Ansatz ja schon wieder torpediert ist. Ja? Also das auch nur, um Ihnen zu sagen, dass diese Zukunftskonferenz gerade von akademischer Sicht, aber eben auch von der Zivilgesellschaft aufmerksamst verfolgt wird. Und das wiederum ist natürlich auch ein Bias, weil die meisten normalen Bürgerinnen, sage ich mal, haben von dieser Zukunftskonferenz im Zweifelsfall noch nicht gehört, werden auch nicht sich aktiv da irgendwie einmischen. Aber die organisierte Zivilgesellschaft und die organisierten Akademikerinnen sind schon wieder da und sagen, hey, das muss so und so laufen. Ja? Und am Ende könnte es eben sein, dass die Pegida-Leute wieder dastehen und sagen, habe ich nichts von mitbekommen, was soll das und so weiter. Das war mein entscheidender Satz in der Anhörung beim AFCO. Ich habe darauf verwiesen, dass auch der Sonnenkönig kurz vor der Französischen Revolution, als er Unruhe im Land verspürte und dann mal die Devise ausgegeben hat, man müsste doch mal die Bürger, damals den dritten Stand, konsultieren, das Wort konsultieren genommen hat, um dann eben Sieyès, den dritten Stand, kurz vor der Französischen Revolution zu konsultieren. Was er bekommen hat, war die Bastille und die Revolution. Man kann natürlich strukturell mal die Frage stellen, was eigentlich passiert, wenn wir ständig davon reden, dass Bürger konsultiert werden. Ja? Bürger sind in letzter Konsequenz der Souverän. Sie und ich, wir sind der Souverän der Bundesrepublik. Und wenn wir jetzt zusammen entscheiden sollten, dass wir diese Bundesrepublik nicht mehr wollen, dann sind wir souverän und könnten einen anderen Staat gründen. Ja? Also dass es die Bundesrepublik gibt, gibt es sozusagen von unserem Recht. Ja? Dass wir jetzt tatsächlich inzwischen einen Sprachgebrauch haben, in dem immer davon geredet wird, dass Bürger irgendwie mal so konsultiert werden könnten, ja, erinnert einen tatsächlich an die Zeit kurz vor der Französischen Revolution, wo, um die Unruhe abzufangen, der König mal kurz in die bürgerliche Seele hineinhören wollte, weil Bürger entscheiden. Das zweite zentrale Problem der Repräsentanz ist natürlich, warum haben wir eigentlich dieses Bedürfnis, es gibt viele Antworten, aber die Frage kann man ja formulieren, warum haben wir eigentlich dieses Bedürfnis, Bürger in parallelen Foren ständig zu konsultieren? Das ist ja jetzt sehr, die Konsultative ist ja jetzt sozusagen auch das große, ich sag mal, der letzte Schrei in der Politikwissenschaft, ja, wo doch eigentlich Parlamente genau aus dem Grunde gegründet wurden, nämlich dass Bürger in einer Versammlung die Bürgerschaft repräsentieren und Entscheidungen im Sinne der Bürgerschaft fällen. Wir schaffen also mit so einer Bürger, und ich will das jetzt wirklich erstmal wertfrei sagen, ja, ich habe im Prinzip jetzt mal nichts gegen diese Zukunftskonferenz, ich habe auch ein paar Elemente von Antworten, warum wir das machen, und das eine Antwortelement ist natürlich Meritokratie. Wir haben inzwischen in allen Parlamenten deutlich meritokratische Strukturen, das soll heißen, im Deutschen Bundestag zum Beispiel sind genau 2% von Abgeordneten, die nicht Akademiker sind.
Wir reden ja immer nur über Frauen, die immer unterpräsentiert sind, oder Homosexuelle, die unterpräsentiert sind. Aber Frauen sind 30% diejenigen, die wirklich unterpräsentiert sind, unterrepräsentiert sind. Im Bundestag, aber auch in der Assemblée Nationale, in Portugal, überall, sind nicht Akademiker. Das heißt, wir haben eine zentrale Krise der sozialen Repräsentanz in unseren Parlamenten. Und deswegen kann man heute aus meritokratischer Sicht natürlich sagen, dass die heutigen Parlamente den bürgerlichen Willen schlecht oder immer schlechter abbilden, weil das inzwischen sozusagen Einrichtungen von Akademikern sind, die Gesetze für sich aus ihren Lebensverhältnissen heraus machen und die Lebensverhältnisse der anderen Bürger im Zweifelsfall noch nicht mal mehr richtig beurteilen können. Und deswegen kommt es zu Gesetzgebungen, die dann eben auch großen Teilen der Bevölkerung immer wehtun oder die von großen Teilen der Bevölkerung nicht mehr als gerecht empfunden werden. Ja? Und aus dieser Perspektive des Aufruhrs, zum Beispiel Populismus dann, ja, das Volk gegen die Eliten, entsteht dann das Bewusstsein, dass man doch mal den Bürgerwillen abfragen muss, und aus diesem Bewusstsein kreieren wir dann im Grunde parallel Repräsentationsstrukturen, die wir Bürgerversammlungen nennen. Aber im Grunde ist das ein großer Umweg, weil wir feststellen, dass die Bürgerversammlungen, die wir haben, Klammer auf Parlamente, Klammer zu, offensichtlich sich vom Bürgerwillen weit entfernt haben und nicht mehr so repräsentativ funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Ich war letztens in Hamburg, letztes Jahr, 2019, da war ja 100 Jahre Matrosenaufstand, und da war im Hamburger Stadtmuseum eine wahnsinnig interessante Ausstellung über diese Revolution. Und da hatten sie die Parlamentslisten der ersten Hamburger Stadtversammlung, die dann sich beworben haben für den ersten frei gewählten Deutschen Reichstag der Weimarer Republik 1919. Und es war ganz interessant zu sehen, dass bis auf zwei oder drei Lehrer das Gros der Leute damals eben Schuster oder was auch immer, Gesellen oder was auch immer waren, jedenfalls die soziale Mischung der Repräsentation in der damaligen Nationalversammlung war eine deutlich andere als heute der Bundestag. Das nur dazu. Die zweite Frage, die man anmerken könnte mit Blick auf die Zukunftskonferenz, ist natürlich, müssen wir die Bürger noch befragen? Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass wir schon im Vorfeld der Europawahlen wahnsinnig viele Bürgerbefragungen gemacht haben, also jenseits von Pulse of Europe, Hausparlamente und so weiter, gab es ja vom Europäischen Rat organisierte Bürgerforen, und die Bürger wurden befragt, was sie eigentlich von Europa wollen. Und von dem, was damals herausgekommen ist, ist noch nicht so lange her, das war vor den Europawahlen 2019, also die Daten sind jetzt vom April 2019, gab es drei große Themen, wo man sagt, dass die 500 Millionen Bürger Europas, wenn man die auf drei Themen runterbrechen will, was die wollen, dann wollen die das. Sie wollen Social Equality, sie wollen Environmental Issues und sie wollen Migration and Security, dass das gelöst wird. Das sind die drei großen Themen. Also könnte man jetzt mal die Frage stellen, warum müssen wir die Bürger nochmal befragen zur Zukunft Europas, weil eigentlich wissen wir ja schon, was die Bürger wollen. Es gibt auch ganz andere interessante Eurobarometer-Daten. Es ist ja nicht so, als wenn die Kommission in irgendeinem Datenvakuum operieren würde. Ja? Also wenn Sie Daten zu Europa wollen, ertrinken Sie eher in Daten als irgendwas anderes. Und deswegen habe auch ich jetzt in diesem Vortrag bewusst dieses Schaufensterkonferenz-Thema gewählt, um das nochmal zu spiegeln. Ja? Also geht es wirklich darum, nochmal zu befragen, weil wir so tun, als wüssten wir nicht, was die Bürger eigentlich wollen? Dann kann ich nur sagen, Eurobarometer-Daten der Kommission von 2018 sagen uns, was die Bürger wollen. Und zwar Environmental Standards, also hier wird gefragt nach, was würden Sie gerne harmonisieren auf europäischer Ebene? Und guess what? Environmental Standards, also Umwelt, aber auch so ganz sensible Sachen wie Löhne, Wages, Education, Bildung, wird ja immer gesagt, es muss in nationaler Hand bleiben, ja, Löhne, Bildung und so weiter, Pensions, Renten, ja, Minimum Social Benefits, das sind alles Werte ab 66 plus, also stabile Zweidrittelmehrheiten für Löhne, für Bildung, für Renten, für soziale Mindestleistungen, das alles würden die europäischen Bürger gerne haben und wollen. Und wenn das so ist, dann ist ja die eigentliche Frage, warum wird das nicht längst gemacht? Also was ist das Potenzial der Zukunftskonferenz, das nochmal abzufragen, um dann wieder irgendwie eine Ratssitzung zu haben, wo im Zweifelsfall der deutsche Finanzminister sagt, können wir leider alles nicht machen oder wollen wir alles nicht machen. Und das birgt in der Tat einen Sprengsatz für das sozusagen Enttäuschungspotenzial dieser Zukunftskonferenz. Was die europäischen Bürgerinnen und Bürger auch gerne hätten, ist tatsächlich das, was ich versuche in meinem jüngsten Essay, Was ist die Nation,
mal zu featuren, nämlich eigentlich möchten die meisten europäischen Bürgerinnen und Bürger schon so eine Art europäische Staatsgründung, nämlich dass wir uns zwischen China und den USA solide behaupten. Ja? Also diese geoökonomischen Interessen, dass wir irgendwo eine vernünftige Armee haben, dass wir in der Welt sichtbar sind, dass wir uns verteidigen, dass wir mit Afrika ein vernünftiges Verhältnis wollen, dass wir jedenfalls nicht zwischen China und den USA zerrieben werden, dass wir eine Art europäisches GAFA haben, also Google, Facebook, Amazon, dass das nicht alles auf amerikanischen Server liegt und so weiter. Das ist in dieser Studie der Bertelsmann Stiftung ziemlich klar. Und das hat mich deswegen gefreut, weil ich meinem letzten Essay den Satz von Max Weber vorangestellt habe, den ich zufällig in der Bibliothek in München gefunden habe. Max Weber hat nämlich auf dem Deutschen Soziologentag 1912 den schönen Satz gesagt: So kann man doch als Nation in letzter Konsequenz nur eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die aus einer Gefühlslage heraus beschließt, einen Staat hervorzutreiben. Das fand ich großartig, ja, weil ich finde, wir sollten jetzt als 500 Millionen Menschen aus einer Gefühlslage heraus beschließen, dass es jetzt mal Zeit ist, einen europäischen Staat hervorzutreiben. Dann würden wir denen auch eine Verfassung geben, dann wären wir auch mal handlungsfähig und dann wäre irgendwie mal gut mit die Zukunft Europas suchen. Wir würden sie dann einfach mal machen. Aber die Erwartung, dass aus der Zukunftskonferenz ein europäischer Staat hervorgeht, ist wahrscheinlich nicht ganz so realistisch. Schade. Schade, warum? Weil, wenn Sie die Leute fragen, wie sieht die ideale EU aus, auf einer Skala von 0 bis 10, dann sind die meisten Leute hier. Ne? Hier ist der Bulk, also zusammen ungefähr so. Das heißt, die meisten Leute stehen irgendwie so bei 5,1. Die EU ist irgendwie ziemlich gut, aber auf einer Skala von 5 bis 10 genau in der Mitte. Und was das meines Erachtens heißt, ist, auf Messerschneide lebt sich schlecht. Die EU ist zu gut, um sie irgendwie zu verlassen. Das ist jetzt diese Brexit-Geschichte. Wir wollen da alle nicht raus. Wir haben alle irgendwie kapiert, dass das mit dem Binnenmarkt und China und USA und Euro, dass das irgendwie alles gut ist. Das will hier keiner so richtig verlassen. Ja? Aber wenn man 10 haben kann und bei 5 ist, denkt man sich, da fehlt doch was. Ja? Also jedenfalls gibt es da irgendwie Potenzial nach oben und wahrscheinlich würden wir uns alle wohler fühlen, wenn wir uns irgendwo hier einsortieren könnten und nicht hier. Und das ist jetzt der Raum, den es zu vermessen gilt. Was könnte denn dieser Raum sein und wo wollen wir dahin? Jedenfalls hier ist natürlich auch das Scheitern einfach sehr groß, wenn man sagt, wir stehen jetzt mal hier und das ist eben genau das Problem. Wenn man auf Messerschneide steht, kann man nicht nur sich dahin bewegen, man kann eben leider auch dahin rutschen. Ja? Noch ein Argument mit Blick auf die Zukunftskonferenz ist ja auch dieses Argument, dass jetzt so getan werden müsste, wir müssen jetzt mal die Bürger befragen, wir wissen nicht, was die Bürger wollen, was, wie ich versucht habe darzustellen, Humbug ist, wir wissen, was die Bürger wollen. Ja? Aber was ja auch insinuiert, es liegt an den Bürgern. Wir müssen es den Bürgern jetzt mal recht machen. Ja? Aber was meine Daten im Grunde sagen ist, es liegt überhaupt nicht an den Bürgern. Die Bürger sind alle da, die wollen viel mehr. Also die Bürger sind nicht das Problem. Und das sagt auch diese Studie, also diese Chatham House Studie hat im Grunde eine Aussage und diese Aussage ist, ungefähr 2/3 der Bürger des europäischen Kontinentes wollen Europa, demokratisch, sozial, wie eben gezeigt. Ungefähr 1/3 will das nicht, ganz egal, FPÖ, Marine Le Pen, Pegida, AfD, die wollen das nicht, wahre Finnen, ja. Wir sind aber 2/3 zu 1/3. Das Problem sind also trotzdem nicht die europäischen Bürgerinnen und Bürger, weil 2/3 ist eine stabile Mehrheit für ein demokratisches, soziales, grünes Europa. Warum kriegen wir das nicht? Nicht wegen diesem 1/3, was uns da annagt von populistischer Seite, sondern wir kriegen es nicht, weil die 2/3 unentschieden sind, wie dieses demokratische, soziale, grüne Europa aussehen soll. Das heißt, der zentrale Punkt ist, dass die Eliten zerstritten sind und nicht die Bürger das Problem. Und das ist wichtig zu wissen. Die Bürgerinnen und Bürger Europas sind nicht das Problem. Aber die 70% sind zerstritten und wissen nicht, was sie anbieten sollen. Deswegen habe ich unter anderem das Buch über die Europäische Republik geschrieben. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir mit einem kleinen, ich will gar nicht sagen Taschenspielertrick, aber mit einem Trick der Konferenz einen guten Input geben könnten. Das habe ich auch am 4. Dezember im Europäischen Parlament gesagt. Weil aus der Perspektive von jemandem, der bei Delors war und der den Prozess seit 1992 recht aufmerksam verfolgt, ist meine zugegebenermaßen unterkomplexe These, aber trotzdem, it's the law stupid, ja, Sie erinnern sich an Bill Clinton,
soll heißen, wir haben in den 80er Jahren den Binnenmarkt gemacht, aber was ist der Binnenmarkt anderes als Rechtsgleichheit für Güter? Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, deutsches Bier, Reinheitsgebot, französischer Cognac, griechischer Feta-Käse, jeder wollte seine kleine Ausnahme und die Italiener wollten keine Eiernudeln. Ja? Irgendwann kam der EuGH und hat gesagt, jedes Gut in Europa legal hergestellt, muss überall verkauft werden dürfen, es gibt keine nationale Herkunft mehr für Güter, also Rechtsgleichheit für Güter. Dann kamen wir in den 90er Jahren, haben gesagt, wunderbar, jetzt haben wir einen Markt, jetzt machen wir eine Währung, weil wenn die Güter rechtsgleich sind, muss das Kapital, sprich das Geld, auch gleich sein vor dem Recht. Und seitdem ist dann, seit dem 2002, ein Euro ist ein Euro ist ein Euro. Ich stehe hier und sage, nach den Gütern und nach dem Geld machen wir das jetzt für Bürger und das wäre es schon. Wir machen jetzt einfach Rechtsgleichheit für Güter, für Bürger, ja? Wir sind als europäische Bürgerinnen und Bürger alle gleich vor dem Recht, wäre meine zentrale Forderung für die Zukunftskonferenz. Jetzt sagen Sie, das sind wir ja schon, weil ich habe ja diese European Citizenship-Geschichte. Dann sage ich, wir haben das zur Hälfte. Wir sind natürlich als europäische Bürger gleich vor dem Recht, mit Blick auf unsere Funktion als Konsumenten. Also diese ganzen Consumer Protection und so weiter Geschichten betreffen uns natürlich als europäische Konsumenten. Und in dieser Eigenschaft als europäischer Konsument sind wir gleich vor dem Recht in ganz Europa. Wir sind auch prinzipiell, theoretisch, als europäischer Arbeitnehmerrecht gleich vor dem Recht. Und trotzdem kennen wir alle die Fälle, dass der rumänische Arbeiter, der in Wien arbeitet, eben nicht das Kindergeld bekommt und so weiter. Sprich, es wird nach Strich und Faden, nach Nationalität segregiert. Wir sind aber, und das ist das zentrale Argument, in den Dingen, die Pierre Rosanvallon, der französische Soziologe, le sacre du citoyen nennt, also das Heiligtum der Bürger, Wahlen, Steuern und Zugang zu sozialen Rechten, sind wir als europäische Bürgerinnen natürlich nicht gleich vor dem Recht, weil wir in diesen zentralen Dingen, die das bürgerliche Dasein überhaupt ausmachen, in letzter Konsequenz eben nationale Bürger sind, also Franzosen, Deutsche, Portugiesen, Iren und so weiter. Und deswegen wäre die Forderung zu sagen, machen wir doch jetzt, was wir in den 80ern für die Güter gemacht haben und in den 90ern für Geld, in der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts jetzt für Bürger, nämlich Rechtsgleichheit, der kleine Trick vielleicht, um dieser Zukunftskonferenz eine Idee zu geben. Ich sage das, weil ich für Jacques Delors gearbeitet habe, der mir immer gesagt hat, Mappetit, das war noch vor MeToo, hat Delors immer Mappetit zu mir gesagt. Jedenfalls hat er gesagt, du brauchst einen Vertrag, eine Zeitschiene. Was du heute nicht haben kannst, musst du auf die Zeitschiene setzen. Und deswegen hat er den Euro genau nach dieser Methode gemacht. Wir haben 1992 beim Maastrichter Vertrag den Euro entschieden, 1994 das Monetary Institute gegründet, was heute die EZB ist in Frankfurt, 1999 Festlegung der Wechselkurse, 2002 Euro in die Tasche. Es war völlig klar, wir entscheiden das, wir machen einen Plan über 10 Jahre, wir haben 3 Milestones, würden wir heute sagen, und dann haben wir eine Rechtskonvergenz, in diesem Fall für Kapital. Und so ist mein Vorschlag zu sagen, wir können das ja auch für Bürgerrechte machen, sagen wir kriegen diese Abschlusskonferenz, 2022 soll die Konferenz ja zu Ende sein, sagen wir nehmen uns ein Ziel und dieses Ziel heißt eine europäische Social Security Number. Und wir sagen, 2030 gibt es diese Social Security Number, zum Beispiel im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Nehmen uns das Ziel, dass wir 2035 eine European Tax Number haben und 2040 ein europäisches ID, ja, Identity Card. Dann würden wir in einem Prozess über 18 Jahre Rechtsgleichheit für Bürger schaffen und alle, die heute eine Euro-Kreditkarte im Portemonnaie haben, haben daneben so eine kleine European Citizen Card, die im Prinzip, ganz egal ob sie Finne, Portugiese, Ire oder Grieche sind, die gleichen Rechte in allen Ländern gewähren würde. Und wir nehmen uns 18 Jahre Zeit für die Konvergenz, genau wie wir uns 10 Jahre Zeit genommen haben für den Euro. Man könnte das, wenn das politisch zu stressig ist, auch noch bestandsneutral machen. Man könnte sagen, alle, die jetzt leben, sind nicht betroffen. Wir machen das nur für die Nachgeborenen, sprich für alle, die ab dem 1. Januar 2022 geboren werden. Und wir sozialisieren die in neue europäische Systeme hinein, genauso wie wir Alterskohorten in den Euro hinein sozialisiert haben, die sich heute gar nicht mehr vorstellen können, dass es vor dem Euro andere Währungen gegeben hat. Das wäre mein kleiner Vorschlag. Das sähe dann so aus, eine europäische Bürgerkarte, die müsste 3 Funktionen haben. Das eine so ganz banale Verwaltungsangelegenheiten. Sie ziehen um von Hamburg nach Barcelona und Sie haben keinen Stress damit. Die ganzen Sozialrechte müssten an diese Karte gebunden sein und sie müssten überall wählen dürfen. Ich zum Beispiel letztes Jahr im September hätte dann in Österreich auch wählen dürfen, was ich nicht konnte.
Gleichzeitig könnte man daraus, das wäre ja der Trick, im Prinzip so eine Art europäische Industriegeschichte machen, weil man müsste das natürlich heute mit biometrischen Daten machen, so als digitalisierte Karte mit biometrical data. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel SAP ein Rieseninteresse hat, die europäischen Bürokratien und Stadtverwaltungen von Thessaloniki bis was auch immer, bis Dublin mit diesen Datenlesegeräten auszustatten. Das heißt, man könnte daraus vielleicht sogar noch ein Industrieprojekt machen. Das wäre mein kleiner Beitrag zur Zukunftskonferenz und ich danke Ihnen sehr.